Hallo und herzlich willkommen zum Guide vom unheiligen Todesritter aus Legion, also den sogenannten Unholy Decar. Und ihr seht schon, wir stehen in der Ordenshalle des Todesritter. Unseren Begleiter haben wir schon gerufen und jetzt wollen wir hier gleich mal direkt loslegen. Wie gewohnt, wie ist so ein Guide aufgebaut? Zuerst schauen wir natürlich mal auf die Spielweise, also worauf kommt es an, was hat sich geändert. Danach werfen wir einen ganz genauen Blick auf die Artefaktwaffe und dann geht's weiter mit Items, Buffs und Flasks, also welche Möglichkeiten es denn gibt. Das Ganze zu verstärken. Bevor wir hier aber mal loslegen, ein ganz kurzer Blick auf die Talente. Ein detaillierter Einblick gibt es dann im schriftlichen Part. Aber hier mal, worauf haben wir uns fokussiert oder was war uns am wichtigsten? Natürlich, dass wir so schnell wie möglich Runen regenerieren und dass wir den meisten Schaden rauskitzeln. Also das Übliche, was man von einem Damage-Dealer erwarten kann. Bevor wir hier aber richtig loslegen, mal ganz kurz einen Blick auf die schwerende Wunde. Wenn ihr denkt, was ist denn das bitte? Das ist jetzt neu, wird über den schweren Stoß ausgelöst, also generell wurde ja sehr viel vereinfacht und hier ist es einfach so, wenn wir diesen schweren Stoß einsetzen, bekommen wir automatisch so einen Stack von dieser Wunde auf dem Ziel, also es ist von 2 bis 5, das variiert ein bisschen. Im Endeffekt können wir das Ganze bis 8 hochstacken und wenn wir dann anschließend unseren Geißelstoß nutzen, reduzieren wir die Stacks wieder. Also wir bringen diese Wunde einfach zum Platzen, was natürlich Schaden verursacht. Also das ist etwas, was hier in die Rotation noch ein bisschen mit einfließt. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir Runen ausgeben, um Runenmacht aufzubauen, sondern wir haben jetzt noch die Möglichkeit, damit noch zusätzlich ein bisschen Schaden zu machen. Beim Stichwort Rotation ist jetzt relativ einfach. Also wir nutzen zuerst mal unseren Ausbruch, um Krankheiten und Seuchen zu verteilen. Anschließend unseren schwerenden Stoß, um eben Runenmacht sowie auch die schwerende Wunde zu aktivieren. Und dann hauen wir das Ganze natürlich mit dem Geißelstoß runter. Und das erzeugt ja alles Runenmacht, was wir bis jetzt gemacht haben. Und diese gesamte Runenmacht, die droppen wir dann, also die verbrauchen wir dann mit Hilfe unseres Todesmantels. So, und jetzt wollen wir mal richtig Gas geben. Wie ihr seht, wir nutzen mal direkt unsere Artefaktwaffe. Die kombiniert sich ja auch mit diesen schwerenden Wunden. Also wenn wir dann ein 8er-Stack haben, kommen 8 Begleiter herbei, aktivieren sämtliche andere Cooldowns, die wir haben, zum Beispiel das 100er-Talent von der dunklen Richterin und dann gehen wir mal richtig hart im Damage und geben mal richtig Gas. Und wie ihr hier seht, wenn ihr rechts runter mal in das Skader schaut, also das ist mitunter eine der höchsten Damage-Spitzen, die man aktuell so erzielt kann. Jetzt hier auf dem Single Target ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn ein bisschen Side Damage geht sowieso auch raus beim Todesritter und das ist auch gleich noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich die Krankheiten, diese Explosionen auch AOE verteilen können. Bedeutet also, wenn ihr jetzt hier gegen mehrere Ziele kämpft, ändert sich gar nicht so viel bei eurer Rotation. Ihr könnt vielleicht noch einen Tod und Verfall mit reinnehmen am Boden, damit sich euer Geißelstoß besser aufsplittert und dann habt ihr es aber schon von der Rotation her. Jetzt switchen wir aber mal auf die Cooldowns, die wir so haben. Natürlich einer der wichtigsten, solltet ihr auf gar keinen Fall übersehen. Armee der Toten hat zwar einen enorm hohen Cooldown, aber kann während des Kampfes in der Regel einmal eingesetzt werden. Am besten gleich zu Anfang oder wenn der Gegner mehr Schaden erleidet. Danach die eisige Gegenwehr. Ihr seid eine Melee-Klasse, ihr müsst ranstehen am Ziel. Also aktiviert das, die Heiler werden es euch danken. Und das gleiche gilt auch für die AMS, also für diese antimagische Hülle, die eben Damage vom Zauber und von Magie komplett rausnimmt. Die solltet ihr auch immer wieder mal auf Cooldown nützen. Somit erhöht ihr dann eure Zeit am Ziel. Und dann noch das 100er Talent, jetzt nur mal für euch, die Richterin, weil ich es einfach ziemlich cool finde, wie der Effekt aussieht. Und wie ihr es auch seht, ich fahre mal kurz drauf, es erhöht sich auch der Damage davon. Also je mehr Rune macht hier gespendet wird, umso mehr Damage macht dann dieser Begleiter. Sollte man nicht aus den Augen verlieren. Jetzt switchen wir mal zu dem wichtigsten Part aus Legion. Das ist die Artefaktwaffe. Jede Spezialisierung verfügt ja über eine separate und eigene. Und hier haben wir Apokalypse. Und wenn wir das jetzt dann wirken, ich werde es euch gleich mal zeigen, wenn wir die jetzt natürlich nutzen, erscheinen hier jede Menge Verbündete, die kurz mit uns mitkämpfen und die Anzahl der Verbündeten, das war auch das, was ich vorhin gemeint habe, die Anzahl der Verbündeten ist direkt davon abhängig, wie viel schwerende Wunden am Ziel aktiv sind. 8 ist die maximale Zahl, bedeutet also, die Einsatz der Artefaktwaffe, die wir setzen wir dann ein, wenn wir auch 8 von diesen Zielen oder beziehungsweise 8-mal diese Wunde auf dem Ziel gesteckt haben, um 8 Begleiter zu haben. Wenn wir auf die Artefaktwaffe selbst schauen, die könnt ihr natürlich öffnen und dort gibt es so einen kompletten Artefaktbaum. Das bedeutet also, wir müssen hier die Fähigkeit natürlich erst freiskillen, dafür müssen wir Artefaktmacht sammeln und dann können wir die hier
in die einzelnen Talente reinstecken. Und für uns besonders wichtig sind die drei golden Umrahmten, da die den höchsten Damage-Boost geben. Es ist aber nicht nur um diese Artefakt Talente, sondern es gibt auch noch zusätzlich drei unterschiedliche Relikte, ein flammendes, ein finsteres und ein blutiges. Damit erhöhen wir nochmal den Damage unserer Fähigkeiten und wir erhöhen auch die damit das Item-Level unserer Artefaktwaffe. So, und jetzt wird es mal Zeit, die Waffe kurz wegzustecken und mal hier auf unser Gear zu schauen. Wir haben wieder einen Premature 802er Gegenstandsstufe oder Item-Level, wie man es so schön dazu sagt. Die üblichen verdächtigen Stats, also primär Stärke, Ausdauer, Rüstung. Hierbei ist wieder Stärke für unseren Unholy der wichtigste Stat, da es sich ja direkt auf unseren Damage auswirkt. Als sekundäre Werte haben wir Crit, Tempo, Meisterschaft und Vielseitigkeit. Meisterschaft hier erhöht jeglichen verursachten Schattenschaden um 33%, also je mehr Meisterschaft wir stacken, wirkt sich das einfach mit aus und kritischer Trefferwert. Und würde ich aber jetzt auch nicht außer Acht lassen, da einige Werte doch damit ganz gut skalieren. Von den sekundären Werten her können wir die natürlich noch zusätzlich verstärken, indem wir unsere Ringe verzaubern. Also die Verzauberungen könnt ihr, wenn ihr den Beruf habt, einfach selbst herstellen oder ansonsten von den Gildenkollegen oder aus dem Auktionshaus kaufen. Wie schon gesagt, die bleiben auch dauerhaft erhalten. Was aber da nicht der Fall ist, ist es zum Beispiel beim Buffwood. Hier hält das zwar eine Stunde, wenn ihr euch ablegt, müsst ihr es praktisch nochmal machen. Und was ich hier jetzt gerade sehe, jetzt in das Buffwood erhöht es um 375. Also das wurde wohl ein bisschen runtergedreht. Ansonsten die Verzauberungen sind hier bei 200. Und was wir natürlich primär haben, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist dieser Flask. Wie ihr sehen könnt, kann sie oder erhöht sie die Stärke eine Stunde lang für 1300, was natürlich für uns wieder super ist, denn es hält auch über den Tod. Also wenn ihr in Instanzen seid oder vor allem an den Raids teilnimmt, also beim Questen vielleicht nicht, aber ansonsten zahlt es sich in der Regel aus, immer eine Flask zu nehmen. Erstens mal sind die nicht besonders teuer und zweitens kommt man einfach auch schneller durch die Instanz. Dann haben wir hier noch Hals, das ist so eine eigene Sache, also hier gibt es drei Verzauberungen, wo eben zum Beispiel ein Pfeilregeln ausgelöst wird oder man kurzzeitig kritische Trefferwertung und Tempo erhöht bekommt für 550. 550 ist schon ein enorm guter Wert oder man verursacht einfach zusätzlich Blitzschaden. Also hier würde ich eher immer auf das tendieren, was wirklich direkt sich auf die Werte auswirkt, denn später mal ist es meistens so, dass die Procs davon einfach zu schwach sind oder zu wenig Schaden machen. Worauf wir natürlich wie bei jedem Klassenguide einen ganz genauen Blick werfen, sind die legendären Gegenstände, die sind ja neu mit Legion. Gleich mal vorweg, das sind Random World Drops, das bedeutet, ihr braucht schon ein bisschen Glück, um die zu finden. Und der nächste Nachteil ist, ihr könnt besonders zu Start von Legion nur eines dieser Items anlegen. Und jetzt wäre es natürlich ganz gut, wenn ihr schon ein Item findet, dass es vielleicht etwas ist, was ihr auch anlegen könnt, denn zum Beispiel eben die Schultern oder Füße, die sind ja meistens von dem T19 oder Ordenshandset besetzt, kann man nicht anlegen. Deswegen, Handgelenke wären schon mal ganz, ganz gut. Geisterstoß hat eine Chance von 1 bis 5 zusätzliche schwerende Wunden aufzubrechen. Ihr habt es ja vorhin gesehen beim Einführen, wenn wir jetzt natürlich unseren Geisterstoß wirken, dann platzt eine auf. Aber wenn da natürlich 5 aufplatzen, ist der Damage natürlich absolut enorm. Wir müssen sie zwar wieder aufbauen, aber das Abbauen geht hier wesentlich schneller. Oder was noch ganz gut ist, ist eben der Rücken, das AMS 100% mehr absorbiert und uns um den Wert gleich heilt. Und ansonsten hätten wir hier noch den Gürtel. Schwerender Stoß hat eine Chance von 30% eine Rune zurück zu erstatten, bedeutet also mehr oder weniger die Runenregeneration wird damit ein bisschen beschleunigt, also das sind schon Items, die man auf jeden Fall haben möchte und wenn ihr das Glück habt und die habt, dann solltet ihr euch besonders zu Anfang mal für eine von diesen Items entscheiden, vielleicht auch noch den Ring, der wäre noch eine ganz gute Alternative, mit Nahkampfangriffe eures Cools haben eine Chance von 15% eine weitere Rune zu aktivieren. Hierbei muss man sagen, eine Rune, ein Item zum Start und wenn ihr eure Ordenshalle voll ausgebaut habt, könnt ihr sogar 2 Items anlegen. Und wenn ihr hier natürlich 2 Items am Start habt, wird sich das im Damage widerspiegeln. Jetzt habt ihr es aber schon fast geschafft, noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, wie immer am Ende des Videos. Es gibt einen schriftlichen Part dazu, der ist auch sehr, sehr umfangreich. Dort gibt es Bisslisten, Relikte, welche es gibt, welche ihr verwenden sollt und noch diverse Rotationsanpassungen. Also je nach Situation kann man natürlich mit dem ein oder anderen Talent, mit der Änderung des ein oder anderen Talentes noch einiges rausholen.
Sollte das Ganze jetzt aber nichts für euch gewesen sein, also gefällt euch dieser Aufbau und die Skillung nicht, kein Problem. Auf der linken Seite haben wir den sogenannten Blutdekar. Ihr könnt natürlich auch mit dem Todesritter tanken. Und auf der rechten Seite haben wir den sogenannten Frostdekar. Also wenn ihr eher auf eine proc-abhängige Klasse steht, dann seht euch diesen Bild mal an. Und ich verabschiede mich jetzt, sage danke für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.